Hallo meine Lieben, da ist er wieder, der aus dem Baumarkt und heute mit einem super spannenden Thema, nämlich Gipskartonwänden oder Decken und den richtigen Dübeln dazu. Ja, wir schauen auch heute einmal hinter die Wand, was passiert eigentlich mit dem Dübel, wenn wir eine Schraube reinmachen. Also nach dem Intro geht's los, unbedingt dranbleiben, bis gleich! So meine Lieben, also es geht um Gipskartonwände und die richtigen Dübel dazu. Ich habe euch schon mal 1, 2, 3 Löcher vorgebohrt. Das macht ihr am besten mit, ich habe es mal hier hingestellt, Holzbohrern. Das geht bei Gipskartonwänden super gut. Da braucht ihr keine Betonbohrer und auch nicht eine super starke Bohrmaschine. Ich habe hier einen ganz normalen Akkuschrauber genommen. So, dann machen wir jetzt gleich mal Dübel rein. Ich habe hier ein paar verschiedene, was das ist und wie genau, das zeige ich euch gleich. Vor allem gucken wir mal hinter die Wand, was mit den Dingern gleich passiert. Wir machen einen Haken rein, wir machen aber auch eine ganz normale Schraube rein und hier gibt es noch einen ganz speziellen Dübel, zu dem erzähle ich euch gleich was. Aber jetzt gehen wir mal in die Nahaufnahme und dann zeige ich euch, was hier gleich passiert. So, wir fangen mal an. Dübel Nummer 1 sieht so aus, ein sogenannter Hohlraumdübel, sollte eigentlich hier klappen. Das ist übrigens ein 8er Loch, wenn ihr auf dem Dübel mal ganz genau drauf schaut, steht es auch ganz oft drauf, welche Größe ihr bohren müsst. Machen wir mal rein und man sieht schon, er hat hier einen Teller. Wenn man jetzt ganz nah randrückt, der verschwindet auch so schon nicht. Sieht schon mal sehr stabil aus. Dübel Nummer 2, so ein ganz normaler Dübel hier mit so zwei Flügeln dran. Mal schauen, wie der sich bewährt. Machen wir mal in Loch Nummer 2 rein. Schön bündig. Und Dübel Nummer 3, in dem Fall ist er rot. Sieht so ein bisschen aus wie eine Rakete. Probieren wir mal bei Loch Nummer 3. Der geht schon mal schwerer rein, aber kriegen wir auch rein. So, dann drehen wir das Ganze mal um und schauen, was jetzt passiert. Wir machen in den oberen Dübel mal eine Schraube rein. So, schaut mal hier, was jetzt hier gleich passiert mit dem Backen. So, jetzt könnt ihr das sehen. Der zieht sich richtig ran hier und der Dübel ist wirklich super fest. Ja? Könnt ihr das sehen? Der Dübel hat sich komplett gespreizt und ist super fest hier. Ja? Ist komplett aufgegangen. Super. Hält sehr gut. Probieren wir mal Dübel Nummer 2 aus. Das war der ganz normale Dübel mit den zwei Flügeln dran. Achtung. Oh, ja, der hat gar nicht gehalten. Richtig, nämlich dieser Dübel hat erstens oben gar keinen Teller, der kann also gar nicht halten, auch selbst wenn das Loch ziemlich passgenau wäre, der würde, ich habe euch mal ein kleines Beispiel mitgebracht, sich nämlich so öffnen. Also mal ganz nah an die Kamera halten, seht ihr, der öffnet sich in der Mitte. Das heißt, das ist ein Dübel für eine ganz normale Steinwand zum Beispiel, der dann in der Mitte sich spreizt, ja, wenn die Schraube drin ist. Und wenn ihr den jetzt hier reinmachen würdet, der hat ja nichts zum Spreizen. Der kann sich ja nicht in der Luft spreizen und dann halten. Deswegen, diese Dübel sind nicht geeignet für den Hohlraum. Das bringt nichts, da kann ich halten. Auch nicht mit viel Glück. So, dann haben wir noch einen Haken. Und den machen wir mal in die rote Rakete rein hier. Dann drehen wir mal feste und gucken mal, was die rote Rakete macht. So. So, und jetzt wird es schwer. Aber ihr seht schon, dass die Rakete sich hier verdreht. Also der Dübel verdreht sich. Das ist eine andere Befestigungstechnologie. Aber dieser Dübel verdreht sich also und geht da nicht mehr raus. Ja? Also der hat sich komplett gespreizt, der ist durchgefallen und der hat sich verdreht. Also bei Hohlraumdübeln gibt es verschiedene Varianten. Wichtig ist nur, dass sie für Hohlraum geeignet sind. Dann halten sie euch auch und dann könnt ihr da eure Sachen aufhängen. Bitte achtet bei den Dübeln ganz wichtig darauf, auf der Verpackung, wie viel Kilo die aushalten. Ihr könnt nicht auf jeden Dübel
Und jetzt kommen wir zu dem letzten hier. Zum Beispiel einen Küchenschrank aufhängen. Ja? Ich habe mal so eine Verpackung mitgebracht hier, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen. Aber hier steht drauf, maximal 10 Kilo. Zum Beispiel Leuchten, Notiztafeln, Wanduhren, Bildern. Da würde ich keinen Küchenschrank, der noch mit Tellern befüllt ist und sowas, aufhängen. Aber wenn man den reinmacht, den gucken wir uns jetzt mal an. Hier muss man nämlich gar nicht bohren. Dazu drehen wir nochmal rum. Der hat hier oben schon Kreuzschlitz hier drin. Das heißt, passt genau auf die Maschine. So, jetzt stehe ich immer auf. Achtung, jetzt probieren wir mal, ob der so reingeht, wie er soll. Ohne bohren. Ja. Sieht gar nicht schlecht aus. Und natürlich im Nachhinein die Schraube. Also 10 Kilo locker. Rückseite, schaut mal, steckt durch. Natürlich könnt ihr hier nicht eine riesen Schraube benutzen, weil hier hinten ist unsere Bohraufsatz, unsere Metallspitze. Da würde dir die Schraube nicht durchkommen. Ja? Kurze Zusammenfassung, Hohlraumdübel. Bohren könnt ihr mit Holzbohrern. Wenn ihr also einen Hohlraum habt, dann nehmt bitte die richtigen Dübel mit der richtigen Kiloanzahl dazu. Da könnt ihr euch ganz einfach im Baumarkt informieren und beraten lassen. Noch ein kleiner Tipp von mir. Ich hole es mal rein hier, wenn ihr eure Dübel und Schrauben aufbewahren möchtet. So sieht es bei mir aus, einen kleinen Organisator, Systemer mit schönen Fächern. Einmal rumgedreht, da sind die Dübel und hier sind die Schrauben dazu. Kleiner Tipp von mir, die Fächer sollten mindestens auf jeden Fall bis zum Deckel reichen. Denn wenn ihr das Ganze mal transportiert und schüttelt, dann soll auch alles an seinem Platz bleiben und nicht wieder durcheinander sein. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen da. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare mal eure Probleme schreiben oder wenn ich mal ein Video über was ganz Bestimmtes machen soll. Ich freue mich darüber. Nicht vergessen zu abonnieren und ich sage bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao!